Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich bin jetzt hier direkt auf dem Weg zum Kunden. Und ja, was hat sich jetzt getan? Von gestern auf heute, ja, ich habe Dave getroffen und ja, da haben wir schnurstracks die Trainer gewechselt. Ja, er wollte jetzt mal was anderes fahren oder ziehen, besser gesagt. Und ja, mir war das ja als solches egal. Und da haben wir mal gewechselt. Ich habe jetzt hinten den Kipper dran. Er hat jetzt meinen Trainer hinten drauf und ja, alles easy peasy. Er hat auch In schon 200 jetzt hier meters, turn left. einen neuen Auftrag am Haken und den habe ich jetzt natürlich jetzt übernommen. Er ist ja klar. Turn left. So. Und da fahren wir jetzt schnurstracks hin, in meinem Kipper hier. You have arrived at your destination. Ist glaube ich hier, natürlich ist hier BNFS oder was, wie der sich da so nennt, hier die Firma. Da hatten wir ja schon abgeliefert gehabt und ja, jetzt sind wir wieder hier. So einfach. So kurz und bündig das Ganze. Ja. Heißt also, wir laden jetzt, glaube ich, Sägespäne. Nicht sehr viel. 3 Tonnen, irgendwie sowas. Ja. Und dann geht's ab nach. Also, wir bleiben, glaube ich, in Alabama. Wenn das so weit stimmt, was er mir da gegeben hat. Ja. Es geht nach Huntsville. Also, wir bleiben in Alabama. Und ja, wir haben gute 100, 181 Meilen vor uns. Kilometer sage ich euch gleich noch und ja, wie gesagt, 3 Tonnen Sägespänen und ja, von der Vergütung lassen wir es lieber, sind glaube ich nur 100 Dollar, aber okay, das ja, ist halt so wie es ist und ja, wir werden dann gleich mal laden. In der Zeit wäre super, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lassen würdet und ja, in diesem Sinne, sage ich jetzt mal, würde ich mal zusehen, dass ich jetzt hier mich hier fertig hier mache, soweit hier anmelde, Dispatcher, weiß ich nicht, wo der jetzt hier ist, und ja, dann geht die wilde Fahrt dann los, ne? Okay, Leute, ja, dann mal bis gleich. So. Fahren wir mal hier rein. Und mal sehen, wie die das da anstellen wollen, da mich zu beladen mit den Sägespänen. Aber soll nicht mein Problem sein, ne? Auf keinen Fall. Ein bisschen hier nach vorne. Korrigieren das Ganze mal ein bisschen hier. Oh, okay. So bleiben wir dann mal, ne? Sehr gut. Okay. Sieht gut aus. So. Wie gesagt. Warte ich jetzt noch, wie ich jetzt hier beladen werde und dann geht das hier ab nach Huntsville. Okidoki, Leute. Bis gleich dann mal. So, Leute. Alles soweit erledigt. Abfahrtskontrolle, Papiere habe ich auch. Und ja,
Müssen wir los? Noch nicht, nein. Hier haben wir noch was hier zu sehen hier. Sägespäne 3 Tonnen, wie gesagt, schon am Anfang. Nach Huntsville, Alabama, zu ADM. Und ja, Auftragsvergütung reden wir nicht drüber. Das ja, ist nichts. Aber okay, wir fahren die Tour trotzdem. Und 181 Meilen haben wir vor uns. Wären so 290, 291 Kilometer roundabout. Und ja, das kriegen wir hin, ne? Das kriegen wir hin. So, das wäre das. So, die Tour. Ganz geschmeidig hier. Aber hier Richtung Norden nach Huntsville und ja. Wo stracks nach oben hier zu 65 und ja. Aber die 59, ein Stück von der 20 und dann geht die Post hier ab da oben. Die 5,65 dann rechts nach Huntsville und dann wäre dieser Drops gelutscht als solches, ne? Ja, kam alles ein bisschen anders jetzt, ne? Wie gesagt, mit dem Trailer hin und her und dies und das und ja, habe ich dann gewechselt. Ja, was soll's, ne? Machen's kein Ding und ja, easy peasy. Am Birmingham vorbei wieder, ne? Können wir ja, ne? Sind wir schon einige Male vorbeigefahren hin und zurück und ja, wir bleiben ein bisschen in Alabama, nicht wahr? Wir bleiben ein bisschen in Alabama. So, hier können wir dann vielleicht einen Abstecher machen, mal gucken. Wir schauen mal. Nach 109 Meilen, ja. Aber jetzt fahren wir erstmal Please los. proceed to the highlighted route. Och, jetzt ist er ausgegangen. Ist nicht wahr. So. Okidoki. Aufi. In 200 meters, turn right. Ja, von weiß man hier raus. Ganz geschmeidig. Turn right. Da kommt nichts. Auch schon ein bisschen was her, ne? Dass wir einen Kipper gefahren haben, beziehungsweise gezogen haben. Ja. Kein Problem. Wieder flexibel, ne? In 200 So. meters, turn right. Wollen wir Turn mal. right. In 200 meters, turn left. Turn left. Jo. So. So sieht es nämlich aus. Ja. Ja, war alles eigentlich anders geplant gehabt und ja. Mal sehen, wie lange wir jetzt hier mit dem Kipper rumfahren. Ja, dann den nächsten wieder tauschen oder whatever. Da kommt da was. Nö. War jetzt so mit Dave, der jetzt in der Nähe war, hatte mich gestern Abend dann angebimmelt und sagte: Ja, kannst du nach nicht mal auch mal den Kipper fahren? Ich will nur was anderes mal transportieren hin und her und ja.
Alles gut. Wahrscheinlich der Bock gehabt, was anderes zu ziehen oder keine Ahnung, andere Ladung. Ach ja, was macht man nicht alles, ne, für seine Leute? Ja. Jetzt bin ich dann hier der mit dem Kipper. Kein Ding. Ja, alles gut. Ja, ich weiß nicht doch. Wir sind zu schnell. Das weiß ich selber. Getankt hatte ich auch schon, also von daher haben wir alles schon eingetütet heute. Ja, gestern Abend, mehr viel mehr. Heute war das ja nicht. Heute sind wir eigentlich ein bisschen spät dran. Ich wollte eigentlich schon längst unterwegs sein, aber jo. Die Dinge kommen anders her und dann auch noch, als man denkt. Ne? So. Und eigentlich ging es jetzt, also ich hatte nämlich auch schon eine Tour am Haken gehabt, so ist das ja nicht. Ja, nach Texas und ja. Aber jetzt hat er die ja, Dave hat die jetzt die Tour und jo. Keep to the right. And then take the exit on the right. Use the right exit ahead. Gucken wir hier mal ein bisschen rum, ne? The left lane ahead. Keep to the right. And then take the exit on the right. Use the right exit ahead. Oh. Ja, alles gut. Fahren wir jetzt lang jetzt hier. Ja. Ja, ist herrliches Wetter wieder hier. Sensationell. Was machen wir denn da? Bei so einem Wetter können wir noch ein bisschen hier, ja, entweder Trübsal blasen oder ja. Oder nach vorne schauen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Uns halt die Zukunft bringt, ne? Eine Auftragslage hier, also
ist nicht gerade dolle, ne? Kann ich nicht behaupten. Keep to the right and then take the exit on the right. Use the right exit ahead. In 200 meters, turn left. Okay. Turn left. Ach so, ja, hier war doch was, ne? If possible, please turn around. Ja, ich weiß. Navigation resumed. Ich weiß. If possible, please turn navigation resumed. Hier können wir noch ein kleines Päuschen einlegen, if ja. Possible, please turn around. Ja, ist doch gut, Mädchen. Was ist denn los mit dir? Entspann dich doch mal. Ja, stellen wir uns eben den Kipper hier. Über hier. Ja. So. Kein Problem. So, jetzt machen wir so ein Päuschen. Ganz genau. So läuft das jetzt hier. Dann hört es in der Zeit mal auf zu regnen. Wäre ja nicht schlecht. Okay Leute, bis gleich dann mal. Oder bis später. So. Das Wetter ist immer noch grandios. Ja, wenn dann mal die Sonne in Strömen scheint, dann scheint die halt in Strömen, ne? Dann können wir nichts machen. Sehr gut. Macht ja nichts. Alles gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir weiterfahren, ne? Ja, kleines Päuschen hier eingelegt, quasi. Navigation resumed. Dann fahren wir mal weiter, ne? Turn left. War hier drüben. Turn left. Oder was Weißen geholt. War gut. Noch was mitgenommen. An Snacks. Ja. Und weiß ja nie, ne? In 200 meters, turn left. Jetzt fahren wir nur straks, wie wir sehen können, nach Huntsville. Genau. Jetzt hört es auch pünktlich auf zu regnen, sensationell. Erst muss die natürlich schon nass werden. Das ist natürlich ja, Standard. Jetzt geht's weiter hier im Text. Ganz genau. So. Und uns hier nochmal dazwischen zwirbeln hier. Ja, also George, meine. Herr George, nicht Bill war das, genau, Bill, mein alter Kumpel, mein Spezi. Der hat vielleicht demnächst mal was für mich, vielleicht kommt da was zustande, also sprich jetzt ein Schwertransport eventuell, das wäre nicht schlecht. Aber mal was anderes hier. Das ist natürlich, ja, wird nicht einfach, denke ich mal, aber wenn wir schon hinkriegen. Und vom Verdienst her ist das natürlich auch ganz nett, ne? Der Transport, ne? Jo. Mal
mal schauen, was die nächsten Wochen jetzt so bringen. Dann sagt er mir, ob ich dazu Bock hätte und so. Ja, sicherlich. Mach fertig, das Ding. Machen die Straßen schon unsicher. Wahrscheinlich was Größeres werden, aber okay. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Use the right exit ahead. So, wir haben jetzt nur noch so gute 30 Meilen. Roundabout. Und dann sind wir auch schon da. In Huntsville. Sieht's aus. Keep to the right. And then take the exit on the right. Use the right exit ahead. In 200 meters, turn left. Okay. Turn left. Ja, alles gut, mein Freund. Hab dich ja gesehen. So, erster Aufenthalt in Huntsville, selbstverständlich, Alabama. Wir waren ja noch nicht hier. Alles gut. So. Nice. Kommen wir schon ein bisschen rum, ne? Finanziell ist das nicht so berauschend, aber ansonsten, ja. Kommen wir schon ein bisschen rum. Muss ich mal so sagen, am Rande. Ist ja auch nicht so übel, ne, oder? Okay. Gib mal Gummi, mein Freund. So. Weiter geht's hier. Geht's jetzt? Na klar. Ja, und wir halten wieder an der Ampel. Ja, wir nehmen alle Ampeln mit jetzt, grundsätzlich.
Zum Schluss jetzt hier, natürlich. Kein Problem. Arrived at your destination. Jo, da sind wir doch bei ADM. Okay. Dann werden wir uns mal anmelden, ganz geschmeidig. Und jo. Alles gut, Leute. Bis gleich mal. Alles finalisiert hier. Hab mich erstmal hier reingestellt. Ja, und geht gleich hier los mit dem Abladen von den Sägespäden. Und dann mal schauen, ob es hier, ob es von hier weitergeht. Also jetzt hier vom Kunden her, von ADM oder ADM oder woanders jetzt, also jetzt hier in Huntsville. Wir schauen mal. Okay. War jetzt keine lohnenswerte Tour als solches, ne, vom Verdienst her, aber naja, okay. Hört man auch mal und wie gesagt, momentan eine Flaute hier und müssen wir zusehen, dass wir hier ein bisschen was hier zusammenkratzen als solches. Okidoki, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr bei meinen anderen Sachen auch wieder hier mit am Start seid und ja, in diesem Sinne sage ich jetzt mal, schön die Stoßstangen sauber halten. Vor allen Dingen bleibt alles schön gesund. Das ist die Hauptsache. Und ja, in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.